für Europa mehr Flexibilität, mehr Verständnis für diese, diese Notwendigkeit, diese Zusammenarbeit doch effizienter und schneller zu machen, ist doch kritisch. Zurzeit hat ERC schon fast 8000 Projekte unterstützt, ziemlich schon viel. Und wenn man auch betrachtet, welche sind die Leute, die in diesen Teams arbeiten, das sind Teams von ERC-Grantees, ist mehr als 50.000 Leute. Und sehr viele sind doch Doktoranden oder Postdoktoranden. Das ganz die Leute, die für die Zukunft ganz wichtig sind. Die Unterstützung, die wir geben, ist für 5 Jahre. So, wir erwarten, dass Leute auch ein bisschen sogenannte High-Risk-High-Gain-Projekte vorschlagen. Für die Themen, wir sind völlig offen. Das heißt, wir sind ein Bottom-up-Programm. Das heißt, die Forscher und die Forscherinnen natürlich müssen doch ganz frei sich fühlen und genau sagen oder vorschlagen, was sie doch am besten machen möchten. 2/3 unserer Mittel gehen zum Forschen, die ungefähr unter 40 sind. So, alle diese Forscher sind Forscher ganz früh in ihrer Karriere. Und das bedeutet, dass der Impact von ERC für den Wiederbau der nächsten Generation von Forschern oder Forscherinnen in Europa ganz wichtig ist. Man muss immer denken, dass für die Forschung erfolgreich zu sein, man braucht diese verschiedenen Komponenten. Das heißt, Prioritäten, auch gute Netze von Forschern zu bauen und das Programm für die Unterstützung von Forschung in Europa hat alle diese verschiedenen Komponenten. Zurzeit es gibt 3 Säulen, sogenannte exzellente Wissenschaft, und dazu gehört ERC und auch die sogenannte Marie-Slodowska-Curie-Aktionen für Mobilität von Forschern oder Forscherinnen. Und der 2. Säule ist doch Säule für Industrial Leadership. Und 3. Säule ist doch diese sogenannte gesellschaftliche, Societal Challenges. Für Deutschland, wo die Forschung so wohl organisiert und auch gut finanziert ist und Leute sind nicht so, ich meine, der Druck für etwas neu zu tun vom organisatorischen Standpunkt nicht so evident, weil alles läuft, wir machen gute Arbeit und so weiter. So vielleicht ist der Druck für etwas Neues vielleicht nicht so groß wie in anderen Umgebungen, wo vielleicht die Leute wissen, dass sie müssen etwas ganz innovativ machen. Vielleicht für Europa etwas, das nicht heute genug entwickelt wird, ist die Möglichkeit für Leute von verschiedenen Fächern zusammenzuarbeiten, so sogenannte Pluridisziplinarität. Und ein gutes Beispiel vielleicht ist Imperial College. Natürlich, das ist eine der besten Universitäten in Großbritannien. Aber wenn ich habe Leute dort besucht, insbesondere ESC-Projekte, und ich war sehr beeindruckt, dass viele dieser Projekte richtig pluridisziplinär waren. Ich würde sagen, vielleicht die nächste Gefahr oder die nächste, viele der nächsten Industrien der Welt werden aus Asien kommen. Sie wissen, dass nicht nur China, aber auch Korea auch und vielleicht andere, Indien, entwickeln sich vom Standpunkt der Wissenschaft so schnell. Und auch für die Kultur in China, viele Studenten sind daran bereit, auch ihr eigenes Firmen zu schaffen. Und vielleicht von diesem Standpunkt sind die chinesischen Universitäten noch fähiger als die europäischen Universitäten in dieser Richtung sich zu entwickeln.
die europäischen Universitäten zurzeit auch aus Strukturgründen sind nicht fähig, solche Entwicklungen zu schaffen. So, vielleicht muss man wieder das Konzept von Universitäten in Europa ein bisschen doch anders verstehen und bereit werden, neue Wege zu schaffen. Und die einzigen, die das schon gemacht haben, richtig gemacht haben, sind die britischen Universitäten.